In unserem Kanal stelle ich ja hin und wieder KI-Tools vor, die mir ja in meiner Arbeit als Erwachsenenbildner auch ganz neue Möglichkeiten auch eröffnen. Aber heute geht es nicht um neue Tools, sondern um Updates von Tools, die ich hier schon mal vorgestellt habe. Es geht um die Cover-Version oder die Cover-Möglichkeiten bei Suno und die Podcast-Möglichkeit bei Notebook LM. Und was das genau ist, das zeige ich euch nach dem Intro. Bis gleich. Das Video ist in Kapitel unterteilt, weil es auch ein bisschen länger ist. Das heißt, wenn euch jetzt die Podcast-Funktion von Notebook LM mehr interessiert, könnt ihr auch direkt in das entsprechende Kapitel springen. Ich habe auch in der Videobeschreibung die ursprünglichen Videos auch nochmal verlinkt, dass ihr hier nochmal nachschauen könnt, falls ihr jetzt gerade gar nicht wisst, worum es hier überhaupt geht. Einsteigen möchte ich mit der Cover-Version oder der Cover-Funktion von Suno. Suno ist ein Musik-KI-Tool, hatte ich hier auch schon mal vorgestellt. Ich gebe einen Text ein, eine Musikrichtung und die KI erstellt mir dann auch wirklich gute Musik, radiotaugliche Musik in unterschiedlichen Stilrichtungen. Und neu in der Beta-Version, aktuell nur für Bezahl-Accounts, gibt es die Cover-Funktion. Das heißt, ich kann hier ein Audiostück nehmen, sag Create und Cover-Song, also erstellen mir ein Cover davon. Kann dann auch hier unterschiedliche Musikrichtungen und Stile angeben. Und Suno generiert mir dann aus dieser Musik, die ich hier habe, dann ein Cover. Das funktioniert nicht nur mit der KI-generierten Musik, sondern auch mit Musik, die ich hochlade, wo ich hier natürlich auch entsprechende Urheberrechte natürlich achten muss. Und deswegen habe ich aus meiner Studierendenzeit aus dem letzten Jahrtausend, aus der Zeit, wo ich noch gedacht habe, ich könnte selber Musik machen, mal ein Stück genommen. Das heißt, Text, Musik und so ist ja auch alles von mir. Von daher kann ich das jetzt hier auch problemlos verwenden und habe das mal covern lassen in verschiedene Stilrichtungen. Und das Original, das hört sich erstmal so an. I am the child of the universe. I've been here before and I've been here again. Schöne Grüße übrigens auch an Carsten Fuchs, wo wir damals noch mit seinem Windows 98 Rechner und die Musik noch per Hardest Recording aufgenommen haben. Eine spannende Zeit damals. Jedenfalls, ich habe mir jetzt einige Stücke oder einige Cover erstellen lassen, unter anderem eine Ska-Version. Child of the universe, I've been here before and I've been here again. Total lustig oder auch eine entsprechende Hardrock-Version. I am the child of the universe, I've been here before. Und ich kann natürlich auch sagen, dass ich zu der damaligen Zeit die für die Musik notwendige Haarlänge auch hatte und darüber verfügte. Funk ist natürlich auch eine ganz interessante Musikrichtung, vor allem die mich hier an einige Quentin Tarantino-Filme irgendwie auch erinnert. Ja, ist irgendwie total lustig, was hier für Möglichkeiten auch entstehen. Und ich glaube, ihr habt jetzt auch schon mal ganz direkt ein paar Assoziationen und ein paar Ideen, wie man diese neue Technik
einfach auch mal anwenden kann. Lasst mich das einfach mal wissen, schreibt mir das mal in die Kommentare und lasst uns hier einfach mal ins Gespräch kommen. Ich finde es total interessant, wie so das Haupttheme des Liedes, aber auch so ein einzelnes Riff oder auch eine komplette Gitarrenspur teilweise mit übernommen wird. Und ja, da kann man natürlich nochmal fantasieren, was die Zukunft hier denn auch bringt im Bereich der Musikproduktion, Musikbearbeitung. Und ja, ganz, ganz spannendes Thema. Lasst uns hier mal ins Gespräch kommen. Das zweite Update, ich weiß gar nicht, ob das ein Update ist, aber es ist eine neue Funktion, die ich jetzt erst entdeckt habe, die betrifft Notebook LM. Das ist ein KI-basiertes Notizbuchtool von Google und ich kann mir hier zu bestimmten Themen Notizbücher anlegen, PDFs, Word-Dokumente, Inhalte hochladen, wie ich das für unserem Eduverse Social-Projekt getan habe und hier zu Fragen stellen, diese beantworten lassen. Und das ist so ähnlich wie die Arbeit mit den Custom-GPTs bei ChatGPT. Und was ich jetzt neu entdeckt habe, ist hier im Bereich Notebook-Leitfaden die Audioübersicht, die man sich erstellen lassen kann. Das dauert ein paar Minuten. Das könnte jetzt hier ein bisschen schneller gehen, weil ich das in der Vorbereitung natürlich auch schon mal gemacht habe. Und letztendlich erstellt mir Notebook LM jetzt einen KI-generierten Podcast mit einer Sprecherin und einem Sprecher, die im Podcast-Format jetzt 12 Minuten 50 sich über diese Inhalte unterhalten. Aktuell leider nur auf Englisch, aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis hier noch andere Sprachen zur Verfügung stehen. Und ja, wir hören einfach mal kurz rein. Okay, so you ready to dive into this whole AR-VR thing? Because let me tell you, your sources have really got me thinking about this stuff. In a whole new way. Yeah. It's not just about, you know, the cool gadgets and games. We're talking about how this technology could completely change how we learn, how we teach. Absolutely. Maybe even how we experience, like, reality itself. Yeah. Definitely. And the range of stuff you sent over, project proposals, academic papers, you really went deep on this one. Well, you know, it's really interesting to see this kind of blend, right? You've got the philosophical side, you've got the practical applications, and it really... Ja, ist irgendwie auch total spannend, wie natürlich hier auch die KI-generierte Stimme auch klingt. Und ja, ich kann jetzt hier mir nur auch nur überlegen, was für Möglichkeiten hier entstehen, wenn wir künftig jetzt wirklich komplexe Datenmengen per Mausklick in Audiospuren, in Podcasts, also wirklich fertig produzierte Podcasts auch generieren lassen können. Und ja, lasst mich doch einfach mal eure Gedanken dazu wissen, ob ihr das vielleicht schon kanntet, welche Ideen oder Eindrücke ihr davon habt. Soweit auch erstmal zu unserem KI-Update heute. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.